Oh Gott, oh Gott. Moin Leute, ihr seht, schon wieder hier am Schrauben, am Hanomag, denke ich mal, werden wir ein bisschen was machen. Eigentlich wollte ich jetzt in den Wald, also ich wollte schon längst da sein. Dooferweise Sturm und Regen machen uns das ein bisschen unmöglich. Das ist kein Waldwetter, also müssen wir jetzt ein bisschen was ausweichen. Jetzt werden wir mal gucken, dass wir hier schon mal an dem Hanomag ein bisschen weiter basteln können. Eigentlich wollte ich das in einem Abwasch jetzt den ganzen Rest abarbeiten, weil es sind so viele Kleinigkeiten, die noch gemacht werden müssen. Wir werden mal schauen, ein, zwei Kleinigkeiten, die können wir vielleicht so schon wegarbeiten. Dann haben wir da nämlich schon mal wieder weniger Schmerzen mit. Und denn das mit dem Wald kommt hoffentlich nächste Woche. Ich hoffe, nächste Woche passt das Wetter besser. Weil das Problem ist, das ist das letzte Wochenende im Februar. Unter der Woche muss ich arbeiten, das wird nichts. Und ja, dann ist das wieder auf den letzten Drücker. Surprise, surprise. Eigentlich wollte ich ja dieses Jahr mal ein bisschen pünktlicher rankommen, aber es ist wie jedes Jahr, es endet immer auf den letzten Drücker bei mir mit dem Wald. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass das Wetter nächste Woche besser ist. Aktuell die Vorhersagen sagen, es ist besser. Wie es dann wirklich wird, sehen wir dann. Und bis dahin müssen wir jetzt gucken, dass wir hier mal so ein paar Kleinigkeiten abgearbeitet kriegen. Wir fangen einfach mal irgendwo an. Hier, wenn wir uns sowas hier angucken, ist halt noch ein bisschen undicht. Ne? Das sucht hier irgendwo raus. Zwar ein neuer Schlauch und eine neue Schelle, aber die neuen Schellen, die ich gekauft habe, die sind scheiße. Die kriegen nicht richtig Spannung drauf, deswegen suppt das da noch raus. Das machen wir dann nochmal, weil der Kühler muss ohnehin nochmal raus. Da haben wir nämlich noch ein kleines Problem mit. Ihr werdet sehen, wenn ich den Deckel aufmache. Ach, so, jetzt. Ja. Ihr seht wahrscheinlich eh nichts. Mal ein bisschen Taschenlampe und dann seht ihr das auch. Da. Der ist nicht richtig voll. Der steht unter Minimum. Da dieses Blech an der Seite, das ist oben Maximum und Minimum und da steht er drunter. Und das Wasser bleibt nicht nur da, sondern seht ihr wieder in den Rippen die Feuchtigkeit drin steht. Da wird er irgendwo noch undicht sein. Das hatten wir ja schon, als wir den gelötet haben. Als wir den oben an dem Flansch gelötet haben, hatten wir ja schon die Überlegung, ob der noch woanders undicht ist. Also hier oben, die Sauerei, die wir hier gemacht haben, das hält auf jeden Fall dicht. Und jetzt müssen wir noch mal gucken, da vorne, da steht auch die Feuchtigkeit drin. Das ist irgendwo nicht richtig dicht, da werden wir noch mal einen drauflöten. Das heißt, wir müssen den Kühler noch mal rausnehmen, das machen wir aber heute noch nicht. Nur so schon mal als Aussicht. Das wollte ich halt, wie gesagt, alles in einem Abwasch machen. Der kommt raus, in dem Zuge können wir dann halt auch so eine Undichtigkeiten beseitigen. Deswegen ist das jetzt alles nicht so wild. Ja, dann haben wir noch unser Problem mit der Kupplung, dass die ja nicht trennt. Da werden wir, das werden wir jetzt gleich mal machen, gucken, wo die Einstellungen da bleiben, beziehungsweise wo die Einstellungen sind, ob wir das hingedreht kriegen, dass die Kupplung trennt und wir den Trecker mal 2 Meter vor und zurückfahren können. Und was mit der Lichtmaschine ist, beziehungsweise dem Generator. Da werden wir auch mal gucken. Ich denke mal, da wird vom Vorerreger die Leitung, die wird da irgendwo einen weg haben, irgendwo einen Knick drin, dass sie deswegen nicht richtig vorerregt und deswegen lädt er auch nicht. Soweit zumindest erstmal meine Theorie. Das sind ja alles alte Kabel und da kann das auch schon mal vorkommen, dass so ein Kabel auch bricht. Ja, gut. Ich würde sagen, als allererstes fangen wir jetzt damit an. Kupplung, dass wir sie getrennt kriegen. Und dann schmeißen wir den mal an und gucken wir mal, ob wir den mal ein paar Meter vor und zurückrollen lassen können. Das wird mich nämlich jetzt wirklich nochmal interessieren. Und ja, das juckt auch in den Fingern. Ich wollte ja letzte Woche bei unserem Startvideo ja eigentlich schon vor die Tür fahren. Genau in der Aufnahme, die eh nichts geworden ist, die am Ende gefehlt hat. Und das ging ja nicht. Und deswegen gehen wir jetzt auf die andere Seite. Ich denke mal, das ist einfach nur ein bisschen am Gestänge drehen. Weil den Kupplungsautomaten an sich haben wir ja eingestellt, als wir ihn zusammengebaut haben. Und der war ja vorher völlig verstellt. Deswegen ist meine Vermutung, dass am Gestänge immer nachgedreht wurde, nachgedreht wurde, nachgedreht wurde über die Jahre. Und dadurch, dass wir den Kupplungsautomaten jetzt richtig eingestellt haben, passt das zum Gestänge nicht mehr. Und deswegen muss man da mal wieder ein bisschen zurückdrehen. Das gucken wir uns jetzt am besten gleich mal an. So, das ist unser Hebel, an dem wir das verstellen müssen.
laut Anleitung 25 bis 30 mm Totgang. Was mich jetzt ein bisschen wundert ist, wir haben quasi gar keinen Totgang. Es ist von vornherein schon stramm und hier kommt auch schon ein Punkt, wo irgendwas greifen müsste. Was er eigentlich dann dafür sprechen müsste, dass die Kupplung viel früher trennen müsste und schleifen müsste, statt andersrum. Aber vielleicht habe ich auch gerade einen Gedankenfehler. Deswegen würde ich sagen, ich schraube einfach mal den Kollegen hier oben ab. Der kommt nämlich ausgebaut. Das sitzt ja auch alles stramm. Das kommt da raus und dann drehen wir den Kollegen hier mal ein bisschen hin, dass wir die Kupplung dann so haben, wie sie sein muss laut Bedienungsanleitung. Und dann haben wir ja hier noch so eine Einstellung am Schaulochdeckel 1,7 mm an den Spannbacken in der Kupplung. Das haben wir ja schon am Kupplungsautomaten gemacht, bevor wir hier reingesetzt haben. Was jetzt auch der Grund sein wird, warum diese Hebelmechanik hier überhaupt nicht mehr dazu passt. Und dass wir jetzt hier so eine Spannung drauf haben. Und dann hoffe ich, dass wir damit das Thema geritzt kriegen. Ansonsten muss ich mir nochmal Gedanken machen. Aber ich glaube, das wird dann relativ einfach behoben sein. So, dann saß auch alles richtig schön stramm zusammen. Also nicht so, wie es sein soll. Ihr seht, so ist der Hebel in der untersten Position und wo der hier steht. Ich meine, ich kann ihn noch ein bisschen ziehen, dann wackelt das alles. Ihr seht auch, wie der wackelt. Das heißt, unten drin in der Aufhängung ist das auch alles ausgeschlagen und passt nicht mehr. Aber für erstmal funktionieren muss das so gehen und dann werden wir uns irgendwann mal drunter legen oder unten die Buchsen neu machen. Hier sind sowieso einige noch zu machen. Die Vorderachse ist auch irgendwann noch mal dran. Auf jeden Fall, hier werden wir jetzt mal ein bisschen aufdrehen. Dafür habe ich auch die Kontermutter schon gelöst, bevor wir den Kollegen herausgebaut haben. Und jetzt müssen wir mal gucken. Hier mit dem Schraubendreher. Ach, wunderbar. Er lässt sich drehen. Ich drehe den mal ein bisschen auf. Ich drehe den mal ein bisschen auf, sodass wir hier vernünftig hinkommen und noch ein bisschen Leergang haben. Und dann hoffe ich, dass das dann alles besser funktioniert. So, der kam mal ganz raus. Schauen wir mal, weil theoretisch muss ja eigentlich, so wie es eingestellt sein, eher andersrum das Phänomen sein, oder? Oder habe ich irgendeinen Denkfehler? Aber so wie ich das sehe, müsste ja so wie es war, das Problem sein, dass der eher schleift, als dass er sich nicht trennt. Aber gut, wir probieren es. Wir stellen das ein und dann gucken wir uns das Thema mal an, wie es dann läuft. Hier ist auch schön zu sehen, wie professionell dieser Trecker mal nachlackiert wurde. Innenseite und wenn ich ihn rumdrehe, zack, Außenseite schön blau lackiert. Also das ist schon ordentliches Fuschtalent, was da mal dran war. Das ist alles nicht ordentlich gemacht. Ich meine, auch wenn man das Typenschild einfach mit zwei Schrauben ranschraubt, statt die originalen Nietlöcher wieder zu nehmen, ist ja auch so eine Sache für sich, ne? Das ist halt alles nicht so geil gemacht hier. Und es blättert halt auch, ne? Also der wurde mal ziemlich lieblos überlackiert. Ist aber nicht so wild. Dafür reparieren wir den jetzt durch, ne? Ich denke mal, der wurde irgendwann mal so als bauernblinde Karre verkauft. So ganz die Besitzhistorie davon ist ja auch nicht mehr nachzuvollziehen. Der Vorbesitzer von mir hat nämlich mal neue Papiere für den beantragt, weil es die Originalen nicht mehr gab. Und dementsprechend müssen wir hier noch weiter. Und dementsprechend gibt es da halt auch nichts mehr. So, das ist jetzt ein bisschen mehr als 25 bis 30 mm. Aber das ist dem Ausgeschlagenen da unten drin geschuldet. Auf jeden Fall, hier vorne haben wir nicht mehr viel Leergang. Den Bolzen mache ich jetzt wieder richtig rum von hinten rein. Und da würde ich sagen, probieren wir den ganzen Mist mal aus. Also ich muss sagen, die Kupplung fühlt sich jetzt schon mal besser an. Hier merke ich Fahrkupplung und hier kommt die Zapfwellenkupplung. Die hat noch ein bisschen wenig Gang, aber für die Fahrkupplung sollte das jetzt eigentlich, ja, die ist hier in dem Bereich. Das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Lassen wir uns mal überraschen. Okay.
Also, wir sehen, das hat nichts gebracht. Obwohl sie sich jetzt anfühlt, als wenn das funktionieren müsste, irgendwo steckt da der Wurm drin. Ja, jetzt muss ich mir mal Gedanken machen. Ich muss mir das Video nochmal angucken, wo ich die zusammengebaut habe. Da kann aber eigentlich nichts falsch gewesen sein. Ich habe es ja alles so zusammengebaut, wie ich es auseinandergebaut habe. Ja, das gucke ich mir nochmal an. Also, seht ihr das oder ist das zu dunkel? Viel zu viel Spiel drin. Ach, der Scheiß hat sich komplett verstellt. Oh Gott, oh Gott. So, ich hoffe, ihr habt gesehen, wo sich das da unten verstellt hat. Das heißt, das hat jetzt alles noch gar nichts gebracht. Das müssen wir nochmal einstellen. Und dann können wir auch das Kupplungsspiel wieder neu einstellen über die Gabel da, die wir verstellt haben. Ja, gut. Ich hoffe, dann ist der Fehler da aber auch. Weil ansonsten würde mir nur einfallen, was natürlich absoluter Worst Case wäre, als wir den Motor reingefrickelt hatten, das ging ja erst nicht so gut, dass wir dabei vielleicht das Pilotlager kaputt gemacht haben und jetzt natürlich die Getriebewelle nicht mehr frei in der Kurbelwelle laufen kann, weil das hakt. Das ist natürlich auch noch eine Sache, die sein könnte und das hoffe ich natürlich nicht. Ja, ich werde erstmal hier aufräumen, ein bisschen Platz machen und dann fummel ich da mal rum. Wie gesagt, ist jetzt halt ein Notfallvideo, war eigentlich ganz anders geplant. Deswegen jetzt nur so ein bisschen Fehlersuche. Ich hoffe, da haben wir den Fehler gefunden. Und dann können wir nämlich die Tage mal oder demnächst. Nächste Woche geht es dann hoffentlich wirklich in den Wald. Und da können wir nochmal einmal einen Rundumschlag machen und den Handel mal komplett fertig. Weil ihr seht, es wird zeitlich nicht mehr klappen, dass der mit in den Wald kommt. Aber den kann ich später für mein Holz bestimmt noch gut einsetzen. Aber erstmal muss der Dolz noch mal herhalten. Ist wie es ist. Ich werde mich noch mal ein bisschen aufschlauen, gucken, ob ich da vielleicht doch einen Fehler gemacht habe. Dafür gucke ich mir die alten Videos noch mal an. Das ist halt immer das Schöne, wenn man die Videos hat. Ob ich da irgendwo einen Fehler gemacht habe beim Kupplungszusammenbau. Ihr könnt auch mal gucken. Und wenn ihr was findet, schreibt das mir unten in die Kommentare. Und dann könnt ihr auch auf dem Weg dahin noch mal auf den Abonnieren-Button drücken. Und dann sehen wir uns nächste Woche hoffentlich im Wald. Was ja jetzt eigentlich für heute angedacht war. Und dann macht's gut, ne? Ciao.